Bob's Big Boy Burger. In Hollywoods berühmtestem Streikposten wird es langsam ruhiger. 148 Tage lang haben Drehbuchautorinnen und Autoren für die Fernseh- und Filmindustrie von hier aus ihren Arbeitskampf organisiert. Mit Erfolg. Ab sofort können sie wieder zum Stift greifen. Wir wollen wieder schreiben, wir müssen nur fair dafür entlohnt werden. Wir feiern, denn wir haben bekommen, was wir wollten. Der vorläufige Vertrag mit den großen Studios beinhaltet Gehaltserhöhungen, umfassendere Sozialleistungen als bisher, den Schutz vor dem Einsatz von künstlicher Intelligenz durch die Studios und Garantien für die Streaming-Vergütung. Die Late-Night-Talkshows werden jetzt vermutlich noch im Oktober auf den Schirm zurückkehren. Auf Serienproduktionen wie Stranger Things oder Kinoblockbuster wie Dune 2 muss das Publikum allerdings noch länger warten. Denn die Schauspielbranche streikt weiterhin für bessere Arbeitsbedingungen. Jetzt, da die Autoren eine Einigung erzielt haben, hoffen wir, dass wir auch bald einen guten Abschluss hinbekommen. Schätzungen zufolge hat der Doppelstreik von Autoren und Schauspielern bisher Verluste von mehr als 5 Milliarden US-Dollar verursacht.